Hallo Freunde, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Kobi Factorium. Und zwar sind wir jetzt im nächsten Teil des Tutorials. Ich meine, das ist Teil 5 oder 6. Und zwar der Frachthafen. Und hier müssen wir anscheinend irgendwelche Güter auf dem Frachthafen draufpacken. Und dann kriegen wir anscheinend in Austausch irgendwas anderes dazu. Okay, wir müssen... Verbinde 2 mit 1, also Stockpile 1 mit Hafen. Verbinde 3 mit 1. Der und da, der und da. Okay, alles miteinander verbunden. Alles mit 1 verbunden. Jetzt bringen die das hin. Da ist anscheinend so ein kleiner... Moment. Hier. Ah, da ist so ein kleiner Transport-Robby. Der das Ganze auch noch rüberträgt. Okay. Cool. Wow. Nicht zu weit raus. Okay. Verbinde die Lager 2 bis 4 mit dem Frachthafen. Habe ich gemacht. 2 mit 1. 3 mit 1, 4 mit 1. Habe ich gemacht. So, und jetzt? Spiel gespeichert. Okay, ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Normalerweise müsste er doch dieses Bling, Bling, Bling kommen. Oder nicht? Muss ich das Spiel nochmal neu laden? Oder muss ich jetzt erstmal warten, bis er, okay. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu laden. Oder den Level. Weise Exportgüter zu. Ja, habe ich gemacht. Bist du doof? Die gehen alle zu 1. Um Geld zu verdienen, müssen wir Waren exportieren. Die wir produziert haben. Verbinde zu... ich gehe nochmal. Ja. Ich starte die Karte nochmal neu. Vielleicht funktioniert das jetzt. So. 2 mit 1. Ah, jetzt wird es nämlich ausgegraut. Haha. Ja, oh, cool. Verbinde 1 mit 5. Richte 5 so ein, dass es nur Stein annimmt. Alles klar. 1, 5. 5 soll nur Milch? Nein, Stein. Okay. Richte so ein, dass es nur Milch annimmt. Hier ist Milch. Und 7 Wolle. Stoff haben wir hier. Steinrohling. Stein, Steinblock. Irgendwo muss es ja so ein Tee. Brot, Essensbox. Wo ist denn Wolle? Holzbrett. Holzteil. Ah, es geht ja noch weiter. Wasser. Baumwolle. Schienenteile. Kakaobohnen. Wo haben wir denn nur Wolle? Moment. Ich verbinde die erstmal mit den Dingern. Okay. So, wo? Wo haben wir hier Wolle? Ich habe jetzt halt nur Baumwolle gesehen. Steinblock. Stoff, Tee. Wasser, Eisenblock. Schienenteile. Betanium. Ach du Kacke. Mhm.
kriegen Zeugs. Okay, das ist cool. Wolle, da. Da. Yay, okay. Jetzt können wir hier halt nochmal wieder neue Sachen bauen. Okay, super. Exportiere Waren wie Brot, die mit erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden können, um Geld zu verdienen. Importiere Waren wie Kupfererz, die du auf der aktuellen Insel nicht mehr abbauen kannst. Alles klar. Okay, was halt noch fehlt, sind Wolle. Und das ist so geil, wow, so geil gemacht, das Spiel. Es war ein bisschen laut, Entschuldigung. Vor allem dieser Kran, der nimmt erstmal alles runter. Ja, zack, 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 zack. Das ist voll cool. Halt wie so ein richtiger Containerhafen. Das ist ja geil. Aber ich wünschte, man könnte irgendwie... anstatt hier... mit der mittleren Maustaste das Bild zu bewegen, würde ich das gern so haben, dass man mit der mittleren Maustaste das Bild dreht. Also die Ansicht. Okay. Ach, die hilft jetzt. Ein starker Mensch. Cool. Das heißt, da werden auch die Produktions- oder die Laufwege von den Leuten da angezeigt. Das ist ja cool. Upsala. So, jetzt brauchen wir nur noch 4 Wolle. Und dann haben wir das, glaube ich, fertig. Finde ich auch lustig, wie da halt diese Zahlenblöcke zur besseren Orientierung auch da stehen. Kann man eigentlich... Nee, schade. Man kann da leider nicht den Leuten Arbeit zuweisen. Na gut, ist ja auch ein Tutorial. Juhu, alles klar. Wir könnten jetzt weiterspielen, aber wir haben ja kein Ziel. Okay, nächstes Tutorial. Und ich muss sagen, das Spiel macht Laune. Oh, erzeuge einen Außenposten. Setze Zonenfarbe von Leuchtfeuer 1 auf gelb. Plupp, habe ich gemacht. Erlaube Bertha Zugang zu Zone 2. Wer ist Bertha? Das ist Bertha, okay. Das ist Zone 2, richtig? Zone zuweisen. Okay, und verbiete. Ah, okay. Ach nee, das ist Zone 2, das ist Zone 1. Ah, alles klar, gut. Habe ich das jetzt? Ah, okay. Das habe ich richtig gemacht. Oder? Bertha? Oder? War das richtig? Ich habe keine Ahnung. Erzeuge eine Verbindung von 2 zu 3. 2 zu... bis 3? Ah, hier. Flupp. Okay. Von 3 zu 2. Habe ich gemacht. Baue Züge. Ah, okay, hier. Lokomotive. Okay. Ach, die haben nur andere Farben. Okay, Lokomotive, Höchstgeschwindigkeit 2, Beschleunigung 0,5. Das haben die alle. Rot-Schwarz sieht schon geil aus, aber der sieht auch interessant. Wir machen den. Geil. Füge 2 zum Fahrplan hinzu.
Um einen Bahnhof zu wähle den Zug aus und rechtsklicke auf den Bahnhof. Flupp. Und flupp. Findet den Weg, keinen Weg zur Station 2. Kann man den auch hören? Nee, man hört nur das Meer, obwohl wir in der Wüste sind. Ich glaube, irgendwas ist da noch ein bisschen schief beim Spiel gelaufen. Ich würde gerne die Karte nochmal neu laden. Vielleicht ist das Meeresrauschen dann weg, aber... Ach komm, wir machen das mal eben. Okay, wir haben immer noch Meeresrauschen. Warum? So, das Ding auf Yelp. Zack. Okay, so. Jetzt müssen wir den mit dem und den mit... Den mit dem verbinden. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir hier einen Zug bauen. Wir machen mal einen roten. Der sieht auch geil aus. Flupp und flupp. So, das haben wir auch gemacht. Stört mich ein bisschen, dass man immer nur das Meeresrauschen in der Demo hört. Aber ich glaube, die sind noch Early Access. Also von daher... So. Wir haben zwei Warnungen. Okay, findet keinen Weg zur Station 2. Den hat er aber gleich gefunden. Weil der Zug hier dreht. Beziehungsweise drehen wird. Oder? Oh, wie geil ist das denn? Okay. Erzeuge eine Verbindung von 3 zu 5. Flupp. Okay. Von 6 zu... 6 zu 2. Richte Depot, Eingang, Ausgang 5 so ein, dass er Goldblock annimmt. Goldblock. Tada! Okay. Ah, okay. Moment, das will ich jetzt noch eben beobachten. Hier wäre auch noch irgendwie Eisen oder sowas gewesen, aber ja, ich glaube, damit können wir noch nichts anfangen. Das will ich jetzt noch eben beobachten. Okay, Zug fährt los. Lustig, wie aber die Schranken unten sind. Das finde ich halt cool. Weeks. Da muss er bremsen. Ah, und jetzt geht der Kran natürlich bei und lädt die ganzen Golddinger auf, die ganzen Goldbahnen. Und es passt immer nur einer pro Waggon drauf, alles klar, das müssen wir uns wahrscheinlich merken. So, jetzt fährt der Zug los. Das will ich jetzt noch eben beobachten. Wir können das ja ein bisschen beschleunigen. Ah, nee. Plupp. Da lädt er wieder ab. Der Kollege kommt ran. Und setzt das Gold dahin. Oh, wie cool. Okay, dann machen wir mal das nächste Tutorial. Hoppla. Drücken eine beliebige Taste. Und kontrollieren, ob der Stecker vom Mikro auch wirklich drin ist. So. Erzeuge eine Verbindung von 1 zu 2. 1 zu 2. Und wir drücken auf Play. Tadada. Oh, was ist das denn? Eine Eisenmine, wie cool. Baue Züge. Wir nehmen mal jetzt den grünen. Stelle wahrscheinlich Fahrplan... 1 und 2 hinzu. Flupp, flupp, haben wir gemacht. Okay, der fährt los.
Richte Depotausgang 4 so ein, dass es abgebautes Erz annimmt. Abgebautes Erz. So, und jetzt beschleunigen wir natürlich wieder. Das ist ja voll cool. Ach, das sind zwei Eisenerz. Ach, geil. Oh, der stellt das schon mal bereit. Nee, doch nicht. Ich dachte, der stellt sich schon mal so fertig dahin, damit er wegtransportieren kann. Ah. Boah, ist das cool. Quietsch. Und der lädt ab. Und dann stellt er das dahin. Ah, alles klar. Wie geil ist das denn bitte gemacht? Das ist ja der Hammer. Wir machen mal richtig schnell. Was ist das denn? Sandgeode. Oh, wie cool. Vor allem, die bauen ja richtig fix ab. Uiuiui. Okay. Oh. Baue einen Zug. Füge Fahrplan 1 und 2. Gut, jetzt machen wir mal wieder den grauen. Den und den. So, Zug ist aktiv. Baue Züge. Zwei und drei, okay. Noch ein Zug, dann machen wir mal wieder einen roten. Zwei und drei. Ach, jetzt fahren die so im Kreis oder was? Okay. Okay. Flup und flup. What? Viel zu... Was? Okay, dann machen wir jetzt gleich wieder einen grünen. Flup. Zack, zack. Ach du liebes bisschen. Okay, jetzt haben wir so eine Art Kreisverkehr gebaut. Bleibt er da jetzt stehen? Ah, cool. Ach, das ist so eine Art Linienverkehr. Ja, Mensch, wie cool ist das denn? Und die Zugsignal. Benutze Signale, um mehrere Züge auf derselben Strecke verkehren zu lassen. What? Alter, wie geil ist das denn bitte? Das hat jetzt ein bisschen was von hier Railroad Tycoon. Wow. Baue einen Zug. Zwei und drei. Gut. Der und der. Haben wir. Der fährt ja jetzt die ganze Station ab. Noch ein Zug. Okay. Scharf. Hallo, Schaf. Machen wir mal einen Grau. Zwei und drei. So, und der Kollege muss natürlich erstmal ein bisschen warten, bis der weg ist. Ah, und den... Ah. Das sind doch noch so, verschiedene vorgegebene Fahrtrichtungen. Alles klar, das heißt, der fährt... Pass auf. Ah, der sperrt auch noch extra ab. Ey, wie cool ist das, bitte? Zwei und drei.
Baue Zug 3 von 4. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Zug. Alles klar. Ah, das ist so eine Art entgegengesetzter Schienenverkehr. Also zweigleisig. Man kann einmal eingleisig hin und her fahren lassen.